Im Folgenden werden wir uns die Bedienung der Lernplattform Moodle aus Sicht einer Lehrperson anschauen. Zunächst die Navigation. Der linken Seite kann ich den Kursindex öffnen mit allen Inhalten, die da im Kurs zu finden sind. Und auf der rechten Seite kann ich die Blockleiste öffnen, wenn zusätzliche Blöcke installiert sind, wie zum Beispiel wer gerade online ist. Oberhalb der zentralen Spalte finden sich wichtige Einstellungen. Dann gehen wir gerade mal zu den Kurseinstellungen, die sind eben hier zu finden. Und da kann ich dann Dinge wie den vollständigen Namen des Kurses zum Beispiel oder die Beschreibung des Kurses oder das hinterlegte Kursbild, welches im Dashboard dann zum Beispiel zu sehen ist, oder auch das Kursformat ändern. Wenn ich zum Beispiel nicht die Wochendaten sehen möchte, kann ich auf das Themenformat wechseln, speichern und anzeigen. Und jetzt steht hier Abschnitt 1, 2, 3 und davor stand da noch das Datum der entsprechenden Woche. Dann gibt es einen wichtigen Knopf, den Bearbeiten, Einschalten-Knopf hier oben. Wenn ich den anklicke, werden viele zusätzliche Icons sichtbar. Zum Beispiel kann ich hier bei diesem Stift den Titel ändern oder Modul 1 wäre auch möglich. Irgendetwas und durch Enter, also Eingabetaste abschließen, die Eingabe und dann wird das hier direkt übernommen. Das ist aber erst möglich mit Bearbeiten einschalten. Was dann auch möglich wird, ist Material oder Arbeitsmaterial hier anzulegen. Klicke da einmal drauf und kann jetzt sagen, ich möchte zum Beispiel nur Arbeitsmaterialien sehen, die ich anlegen kann und da wähle ich mal zum Beispiel das Verzeichnis aus. Nenne das Dateiablage. Könnte da auch eine Beschreibung machen, lasse ich jetzt mal sein. Und hier unten kann ich dann einzelne Dateien hochladen oder weitere Verzeichnisse erstellen, wenn ich die Dateien noch ein bisschen sortieren oder organisieren möchte. Ich lade jetzt einfach mal eine Beispieldatei hoch, bei Dateien hochladen oder Datei hochladen, durchsuchen und nehme gerade mal diese Datei, die Sie schon ein paar Mal gesehen haben, da dieses diese Zeichendatei und scrolle dann nach unten, speichere das ab und lasse es mir gerade anzeigen. Und jetzt sehe ich hier, gibt es eine neue Dateiablage mit einer einzigen Datei, diesen Lesezeichen darin. Kann auch das aktuelle Thema hervorheben. Da muss ich wieder auf die Kursseite zurückgehen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt das Modul 1 hier, das ist das aktuelle Thema zum Beispiel, was man gerade behandelt, kann ich hier auf die drei Punkte gehen und hervorheben wählen. Jetzt wird hier das optisch dieser Linie und mit dieser Information hier hervorgehoben. Dann kann ich auch Aktivitäten anlegen. Gehe zum Beispiel mal hier bei Modul 1 und klicke da wieder auf Aktivität oder Material anlegen. Kann jetzt zum Beispiel mal nur die Aktivitäten mir anzeigen lassen. Da gibt es auch einige schon. Zum Beispiel hier interaktive Elemente. Oder was ich sehr häufig verwende, sind die Aufgaben. Darum wähle ich da jetzt mal die. Sage jetzt zum Beispiel, wenn ich die Zusammenfassung schreiben zu diesem Modul 1, müssen Sie vielleicht einen Text lesen, den könnte ich in den Anhang hier zum Beispiel hinzufügen. Bitte
Fassen Sie den angehängten Text in 12 und circa 10 Sätzen zusammen. So. So. Und könnt jetzt hier unten im Anhang ebenso einen Text hochladen. Ich nehme wieder die gleiche Datei. Und um das zu zeigen, ich kann den Abgabebeginn oder bis wann das erledigt sein muss einstellen. Ich könnte mich auch erinnern lassen, wenn ich eine Bewertung vornehmen möchte. Und als Abgabetyp möchte ich jetzt, dass Sie direkt in Moodle hineintippen. Darum nehme ich Texteingabe online und die Dateiabgabe nehme ich raus. Könnt ihr auch eine Beschränkung machen, wie viel Text Sie schreiben dürfen und so weiter und so fort. Lasse ich jetzt alles, die restlichen Einstellungen und klicke hier auf Speichern und Anzeigen und sehe ich jetzt, aha, bitte fassen Sie den angehängten Text zusammen und hier ist dann der Text und der Rest ist alles schön vorbereitet für die Lernenden. Wenn ich jetzt testen möchte, ob das auch so ist, wie ich mir das vorstelle, gibt es die Möglichkeit, hier oben auf das Nutzerbild zu klicken und da gibt es dann den Punkt Rolle wechseln. Und da wähle ich jetzt mal Student, sind jetzt auf Englisch, dann Student. Und wenn ich jetzt wieder in der Aufgabe drinnen bin, sehe ich, gibt es jetzt da den Knopf Abgabe hinzufügen. Könnt ihr das jetzt auch ausprobieren, klicke da mal drauf und könnt jetzt hier unten meine Abgabe erfassen und dann die Änderungen speichern. Scheint also soweit richtig vorbereitet zu sein. Dann müssen oft auch Nutzer innen eingeschrieben werden. Dafür gehe ich auch wieder auf die Kursübersicht zurück, also auf die Kursseite, und da gibt es oben den Punkt TeilnehmerInnen. Und da ist jetzt einfach hier der Knopf irgendwo, ich bin noch als Student eingeloggt. Da muss ich zurück zur Ausgangsrolle, dass ich wieder alles kann und nicht nur die Ansicht der Rolle Student sehe, also zurück zur Ausgangsrolle. Und jetzt gibt es hier den Punkt NutzerInnen einschreiben. Suche jetzt mal nach Test. Und da gibt es zum Beispiel Testteilnehmer in. Und dann sage ich einfach ausgewählte NutzerInnen einschreiben. Und hier unten erscheint eine weitere Person in der Rolle Student. Der letzte Punkt ist noch dieser Aktivitätsabschluss. Ich jetzt da wieder auf die Übersichtsseite des Kurses gehe, sehe ich hier bei der Dateiablage wurde automatisch so ein Aktivitätsabschluss gemacht und hier auch bei dieser Aufgabe. Jetzt ist es aktuell so eingestellt, dass ich manuell darauf klicken muss, um das als erledigt zu kennzeichnen. Finde ich jetzt aber bei der Dateiablage nicht notwendig, darum gehe ich da mal rein in die Dateiablage und zu den Einstellungen. Und wenn ich nach unten scrolle, gibt es da den Punkt Aktivitätsabschluss und das sage ich mal, wird nicht angezeigt. Speichern und zum Kurs. Und jetzt gibt es hier diesen Knopf nicht mehr. Wenn ich das jetzt hier auch noch ändern möchte bei der Aufgabe, könnte ich auch wieder zuerst auf diesen Link hier klicken, um dann zu den Einstellungen zu kommen. Oder wenn ich im Bearbeiten-Modus bin, schalte das jetzt gerade wieder ein, kann ich auch direkt hier bei diesen drei Punkten Einstellungen bearbeiten wählen. Gehe wieder nach unten zu diesem Aktivitätsabschluss und da sage ich jetzt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Und das könnte zum Beispiel sein,
wenn Sie eine Bewertung erhalten haben. Oder hier unten, wenn Sie eine Abgabe gemacht haben. Ich nehme immer entweder das eine oder das andere, nicht beides. Ich finde logischer, dass es erst erledigt ist, wenn die Bewertung da ist. Darum mache ich es in der Regel so. Es gibt aber auch Leute, die haben lieber, dass es abgeschlossen ist in dem Moment, wo die Person die Bewertung, die Abgabe gemacht hat. Aber ich nehme immer das eigentlich. Dann wieder speichern und zum Kurs. Und jetzt sieht man hier, ich muss eine Bewertung erhalten, damit das als erledigt markiert wird. Gut, das war jetzt mal so ein Überblick, was mit Moodle so alles möglich ist, die grundlegenden Funktionen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim selber Ausprobieren.